So, hi Thomas, willkommen in unserem zweiten Video-Interview. Hallo Sandro. Es gibt ja leider keine Besserung in deinem Fall. Deinen Sohn hast du jetzt seit, ich glaube, 9 Monaten nicht mehr gesehen. Du hast weiterhin ein Annäherungsverbot zu deinem Sohn und es sind noch viele weitere Dinge vorgefahren, über die du mich in Kenntnis gesetzt hast und wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann und über die wollen wir heute reden. Erklärst du uns mal auf, wo du stehst, wie es deinem Sohn geht, was der Stand der Dinge ist? Ja, Sandro, es ist so, tatsächlich, offiziell habe ich ihn zuletzt gesehen Anfang des Jahres und seitdem verweigert man jeden Umgang, jeden Kontakt, jede Bitte. Auch das und auch vor allem jeder Rechtsanspruch meines Kindes, dass er seinen Papa sieht. Und er hat das bei jeder Gelegenheit auch mitgeteilt, dass er seinen Papa vermisst, dass er ihn gerne wiedersehen will, dass er das alles natürlich doof findet. All das interessiert gar keinem. Und sie können auch keine Argumente vorbringen. Es ist nach wie vor völlig wahnwitzig aus meiner Sicht, dass da entschieden wird, der Vater soll keinen Umgang haben, der darf sich auf 2 Kilometer nicht nähern, bestimmten Orten, wo der Junior sich aufhalten könnte. Und das sind Dinge, die sind nach wie vor im Raum. Das wurde ein zweites Mal, so ein 6-monatiges Umgangs- und Näherungsverbot beschlossen von der Richterin im Familiengericht. Aufgrund irgendwelcher Geschreibsel des Jugendamtes, die weder belegt worden sind, noch mit Fakten unterlegt, noch mit eidesstattlichen Erklärungen, noch mit irgendwelchen tatsächlichen Gründen, sondern reine Behauptungen, die noch nicht mal in irgendeiner Weise das Kindeswohl betreffen, ja, sondern der Umgang mit dem Jugendamt, die Kommunikation und was ich. Alles nur viel heiße Luft, ohne irgendeinen Beleg, ohne irgendein Argument oder Fakt. Reichte aber dieser Richterin auch ein zweites Mal, um dieses Umgangs- und Näherungsverbot zu beschließen, was völlig irre ist. Also, wie gesagt, das ist gegen den Willen des Kindes, gegen meinen Willen, gegen jeden Menschenverstand, gegen Grundrechte, gegen Menschenrechte. Und dennoch kümmert sich da so ziemlich keiner drum. Ich habe Landesjustizministerium angeschrieben. Ich habe natürlich Oberlandesgericht da involviert, das Leitgericht. Ich habe die Gerichterin der Befangenheit und beschuldigt und der Rechtsbeugung und natürlich ein Amtsenthebungsverfahren aufgrund des letzten Verfahrens angestrebt. Und bei diesem Verfahren ist alles drunter und drüber gelaufen, aus meiner Sicht, und auch völlig rechtswidrig abgelaufen. Und wann deswegen, war dieses Verfahren? Das war im Juli, also am 5. Juli. Okay, und das war die letzte Verhandlung zu eurem Fall. Das war zur Hauptsache sogar. Da waren also 8, 9 Menschen mir gegenüber, die im Grunde genommen mir alle nicht wohlgesonnen sind, sei es Jugendamt, Ergänzungspfleger, Psychologin, der wahnsinnige Verfahrensbeistand, die Richterin, die Anwältin der Gegenseite, die Mutter. Und am Ende hatte ich Verfahrensbeistände, die mir gesetzlich zustehen, dabei, die man nicht zugelassen hat, die man kurzerhand aus dem Gerichtssaal da entfernen lassen hat durch bewaffnete Wachleute. Ohne dass sie überhaupt erklären konnten, wer sie sind, was sie können, was sie machen, warum sie dazu befähigt sind. Sie wurden dazu nicht befragt. Ich habe keine Chance, dass sie das sagen oder mitteilen durften. Die Richterin hat mir einen vorgefertigten Text vorgelesen, ob irgendjemand von denen auch Richteramt bekleiden könnte. Das konnte ich so nicht beantworten, ja, und konnte ich auch so nicht verstehen, was sie da von mir will. Und am Ende hat sie die halt abgelehnt und so habe ich an dieser Verhandlung nicht teilgenommen. Die wurde dann fortgeführt ohne mich und ich kenne das Protokoll daraus, was noch viel irre ist als alles, was sie bisher schon
da verzapft hat, diese Richterin und auch die sonstigen Beteiligten. Ja. Kannst du da Fakten nennen, weil du sagst, es ist irre, es ist Rechtsbeugung und so weiter. Ja. Kannst du es mal an einer Sache festmachen? Was sie da dann verhandelt haben und was im Protokoll steht oder was da besprochen wurde. Ein Beispiel, ja. Ein Beispiel, die Psychologin, die von der GWG, eine unglaublich große Gesellschaft, die damit sehr viel Geld verdient, die ein Erziehungsfähigkeitsgutachten über mehr als ein Jahr lang erstellt hat, aus dem 200 Seiten Gutachten geht aus meiner Sicht und aus denen, ich sag mal, von Menschen, die lesen können, aus 197 Seiten hervor, das ist ein guter Vater, es gibt ein herzliches Verhältnis, der Junior freut sich jedes Mal, wenn er ihn sieht. Es ist ein wertvoller Kontakt. Es geht darum. Letzten heißt die Zusammenfassung, das Kind sollte zur Mutter und der Vater vielleicht einmal im Monat Umgang für ein paar Stunden mit dem Kind. Gründe dafür sind keine wirklichen vorhanden. Und diese Psychologin wurde wohl auch befragt in dieser Verhandlung. Und die wurde dann mehrfach durch den eigentlich Verfahrensbeistand des Kindes befragt, der mit Händen und Füßen versucht, den Vater zu vernichten. Das kann man so sagen. Das ist mein Erlebnis und meine Erfahrung in jeglicher Hinsicht. Er geht bei der Mutter scheinbar ein und aus recht häufig, aber das ist mal nebensächlich. Dennoch hat er nichts unversucht gelassen, um den Kontakt zwischen dem Kind und dem Vater massivst zu behindern oder zu verhindern. Und hat dann extrem in der Verhandlung diese Psychologin unter Druck gesetzt und ihr Fragen gestellt, Suggestivfragen, ob es denn nicht vielleicht besser wäre und wenn der Vater dann nicht und ob es nicht vielleicht sich was bei der Mutter verändert hätte und dann doch das Kind besser bei der Mutter auch nur sein könnte und so weiter. Diese Sachen sind ganz, ganz schräg gelaufen, weil die anfänglichen Aussagen der Psychologin waren klar, dass es ein gutes Verhältnis zwischen Vater und Kind gibt und dass das auch so sein soll und auch beibehalten werden sollte. Und nach drei, ich sag mal, intensivsten Nachhaken hat die Psychologin dann, kam sie zu dem Schluss, ja, wenn Sie mich jetzt so fragen, wäre ich jetzt auch dafür, dass es keinen Umgang mehr gäbe zwischen Vater und Kind. Also die hat sich innerhalb der Verhandlung, ich tippe mal innerhalb von 20 Minuten, von links nach rechts gedreht und das eben dann in die Richtung, wie das die sonstigen Verfahrensbeteiligten da gerne hätten. Ganz voran dieser Verfahrensbeistand neben dem Jugendamt und der Richterin. Also steht in dem Protokoll eine Begründung, also hat die Psychologin begründet, warum sie jetzt doch für einen Umgangsausschluss des Vaters stimmt? Nee, angeblich, also aufgrund der Entwicklung des Falls und der Hochstrittigkeit und der weiteren Eskalationen. Okay, warte mal. Wird die Entwicklung des Falls irgendwie dargelegt? Also, überhaupt nicht. Alles nur, ich sag mal, wird die Hochstrittigkeit benannt, worin die besteht? Auch das nicht. Es gab auch keinen Vorfall oder ähnliches. Weder zwischen mir und meinem Kind noch zwischen der Mutter und mir. Die habe ich seit über einem Jahr nicht gesprochen. Ja? Also es gibt. Okay, das heißt, die Funkstille wird als Hochstrittigkeit ausgelegt. Vielleicht ganz kurz, es gibt keinerlei Fakten und noch viel schlimmer ist, ich habe mein Kind ja monatelang nicht gesehen und dennoch ist die Entwicklung des Falls in einer hocheskalativen Form und hochstrittig, woraus das gezogen wird und wie die das herstellen, ist nach wie vor völlig offen und fraglich und natürlich rechtswidrig, ja, weil es null Vorfälle gab, null Belege, null Fakten, aber es hört sich immer ganz toll an, hochstrittig und Loyalitätskonflikte und Eskalation der Situationen, die es gar nicht gab, aber das hört sich immer toll an und damit ist eine, ich sag mal, glaube ich, relativ
wenig bemittelte Richterin, die sich da nicht tiefer mit befassen möchte, ist sie dann zufrieden und sagt, ach ja, das sind wichtige Argumente, das ist alles toll. Nichtsdestotrotz, ich habe an dieser Verhandlung ja nicht teilgenommen. Während dieser Verhandlung habe ich mit den Beiständen schon gemeinsam die Befangenheit und das Amtsenthebungsverfahren angestrebt gegen diese Richterin. Wir haben dann noch eine Stunde mit dem Direktor des Amtsgerichts gesprochen, der zu der ganzen Sache nicht allzu viel sagen konnte, aber dennoch recht gut Bescheid wusste, weil er ja natürlich die vielen Befangenheitsanträge und Eingaben und Beschwerden von mir kannte, jeweils ablehnte mit fadenscheinigen Argumenten, aber auch ohne Fakten. Und am Ende war dann dennoch eine Aussage von ihm ganz interessant. Aufgrund dieses Umgangs- und Näherungsverbots haben wir natürlich mit ihm gesprochen und gefragt, wie sieht es denn aus, wenn ich meinen Sohn halt nun durch Zufall im Ort treffe, den ich ja gar nicht besuchen darf. Ich darf ja nach diesem Näherungsverbot ja nicht mal zu meiner Bank, nicht zu meinem Hausarzt, nicht zur Apotheke oder Post. Und dann sagte er, nein, so kann man das nicht sehen. Das ist natürlich Auslegungssache. Natürlich dürfen Sie zu Ihrer Bank. Natürlich dürfen Sie zu Ihrem Hausarzt. Da sage ich, gut, aber das steht ja da nicht drin. Das steht ja 2 Kilometer auf diesen und jenen Ort. Und die sind alle von mir zu Hause aus 800 Meter entfernt, 500 Meter, 1 Kilometer. Also nicht mal ansatzweise 2 Kilometer. Ja, deswegen ist das Auslegungssache. Also natürlich darf ich. Dann aus dieser Aussage entnehme ich, dass dieser Beschluss ja völlig rechtswidrig ist und völlig irrwitzig, weil ich kann nicht etwas klar beschließen, 2 Kilometer Näherungsverbot, aber dann sagen, ja gut, aber natürlich zur Bank und dahin, das darf man dann schon, dann ist man ja schon auf 50 Metern dran oder dahin oder dorthin, dann kann ich mir solche Beschlüsse ersparen. Einen Grund konnte er auch nicht ausmachen in dieser ganzen Geschichte. Und am Ende wurde dann noch gefragt, was ist denn, wenn ich meinen Sohn dann da zufällig treffe? Ja, das müsste man vermeiden und das müsste man dann müsste man das eben, also soll ich mich dann wegdrehen, soll ich sagen, ich kenne dich nicht, ich muss weglaufen. Völlig irrwitzig. Und das Ganze wurde in unserer Beschwerde dann auch als Schizophren der Beteiligten, Schizophrenie, da dargestellt und wir haben auch ganz klar gefordert gegen die Richterin, gegen das Jugendamt und den Verfahrensbeistand sowie die beteiligte Ergänzungspflegerin, da psychologische Gutachten einzuholen, weil deren psychologischer Zustand und deren Taten sind scheinbar völlig irrsinnig und eben widersinnig, wenn ich etwas beschließe, aber im Hintergrund meine, ja gut, aber schon zur Bank und einkaufen darfst du schon mal, nur deinen Sohn darfst du nicht sehen und wenn du den dann siehst, dann musst du ihm klar machen, dass du ihn nicht sehen willst oder dich wegdrehen und überhaupt keinen Kontakt zu ihm haben dürfen. Alles völlig schizophrene Handlungen, weil ja alle wissen, der Sohn liebt seinen Papa und der Papa liebt ihn. Das ist also psychologisch völlig krank aus meiner Sicht in deren Birnen. Und somit müssen die eigentlich dringend da untersucht werden und da ein Gutachten drüber gemacht werden. Wer sowas beschließt, ist einfach nicht ganz klar im Kopf aus meiner Sicht. Ja, das von allem, was ich von deinem Fall weiß, und du hast mir auch die Texte geschickt, ich kenne ja die Inhalte, stimme ich dir zu. Also da sind Menschen am Werk, die offensichtlich massiv versuchen, den Kontakt zwischen Vater und Sohn zu verhindern und zu unterbinden, ohne jegliche Rechtsgrundlage, ohne jeglichen Fakt, ohne dass jemals was vorgefallen ist. Um das mal zusammenzufassen. Richtig. Das sind Menschen, die sind krank im Kopf und die gehören dringend da enthoben aus ihren Ämtern und dringend psychologisch untersucht und in irgendeiner Weise muss denen geholfen werden. Ich denke, was anscheinend, also sie erscheint sich selbst ja nicht krank im Kopf, ja, weil das System einfach so funktioniert. Das heißt, die Richterin in deinem Fall wird sich selber nicht als psychisch krank wahrnehmen, weil dieses System so funktioniert.
Also es ist sowieso schwer, sich als psychisch kranker, als psychisch krank wahrzunehmen. Ich denke, das Grundproblem ist, dass die Familiengerichte und die Professionen, die da am Werke sind, dass dort mittlerweile eine derartige Willkür herrscht, dass dort eine derartige subjektive Sichtweise auch korrumpierend durchgebracht werden kann, weil dort so eine Macht herrscht hinter den geschlossenen Türen, dass die machen können, was sie wollen und dadurch natürlich dann Verhaltensmuster und auch Aussagen von Richtern, Verhaltensbeiständen, Psychologen und so weiter gefördert werden, die, wenn man sich's objektiv anschaut, tatsächlich psychisch krank wirken. Also so sehe ich es auch. Und ich glaube, dass die tatsächlich auch einen ernsthaften Hirnschaden haben, den die natürlich nicht selber erkennen und nicht selber zugeben würden. Aber die haben sich einfach im Laufe ihrer Machtausübung daran gewöhnt, jegliche jegliche Entscheidung durchzubekommen mit fadenscheinigen Argumenten ohne jegliche Rechtsgültigkeit, aber sie können schalten und walten unkontrolliert, wie sie wollen. Und die Menschen, die darüber entscheiden und die sich das genauer angucken müssten, die winken alles durch, so wie der Direktor des Familiengerichts, so wie das Landgericht. Die schauen da einmal drüber und sagen, wunderbar, da wurde was beschlossen, ja, das passt schon irgendwie. Die schauen sich Argumente und tatsächliche Rechtsgrundlagen und tatsächliche Paragraphen überhaupt nicht mehr an. Weil eins ist klar, alles, was da passiert, widerspricht dem Grundgesetz, den Menschenrechten, den EU-Konventionen. Ja? Alles, was wir kennen, ja, dass ich nicht... dass das Kind erstmal ein Recht auf Papa und Mama hat, ja? Dass der Vater nicht eingesperrt werden kann durch irgendwelche Larifari-Geschreibsel von irgendeiner Tante beim Jugendamt und am Ende all dem stattgegeben wird, ohne dass irgendein Fakt auf den Tisch gelegt wurde, ohne dass irgendwas irgendwann mal jemals bewiesen werden musste. Und im Gegenzug, ich mit Argumenten, mit Beweisen, mit Belegen, mit Gesetzestexten und Gesetzesparagraphen komme und die keinerlei Beachtung finden. Das interessiert mich. Ich kenne das von meinem eigenen Fall und auch von anderen Fällen. Also ich werde mittlerweile zugeschwemmt mit Beschlüssen und Anfragen, dass bei Jugendämtern, bei dir ist es ja das Jugendamt Viersen, soweit ich mich erinnere. Da Sachbearbeiter sitzen, meist Frauen, die völlig emotional etwas aus ihrer eigenen Erfahrung mit Männern oder mit ihrem Vater auf jemand wie dich jetzt projizieren und da irgendwas getriggert wird und dann sind die, wie ich mittlerweile anonym erfahren habe von Jugendamtsmitarbeitern, dann sind die bei Schulungen, wo die genauso indoktriniert werden, dass hier Frauen die Opfer sind und die Kinder geschützt werden müssen vor den Männern. Und dann passiert so etwas wie in deinem Fall, dass du nennst sie eine Jugendamtstante, dass da diese Jugendamtssachbearbeiterin emotional vorgeht und jedwede Parteilosigkeit vermissen lässt, sich nicht an Gesetze hält und schon gar nicht das Wohl des Kindes im Blick hat, was nämlich wäre, dass es beide Eltern hat. Nein, hier muss der Vater ausgegrenzt werden. Und dein und Fall... Dazu werden Gründe erfunden, dazu werden Geschichten dem Gericht mitgeteilt, die nie stattgefunden haben, die sogar offiziell dann zurückgenommen werden mussten als Missverständnis, die aber im Grunde genommen alle zusammengenommen dann eine Wirkung oder ein Bild zeichnen, das ist der böse Aggressor oder der unbequeme und kindeswohlschädliche Mensch und den wollen wir hier in seine Schranken weisen. Ein Beleg dafür, ein Fakt und tatsächliche, ich sag mal, gesetzesgültige Gründe liegen nicht vor. Ja, das heißt im Endeffekt,
werden ihre Schlüsse gefasst auf Basis von Vorurteilen und von ideologischen Ansichten. Dem passt natürlich es nicht, dass da jemand nicht immer deren Meinung ist. Das muss ich auch nicht sein, weil ich nun mal Papa bin und ich habe ein Kind und ich liebe mein Kind und das Kind liebt seinen Papa. Und dazu muss ich keine, ich sag mal, 4, 5, 6 Menschen, die mittlerweile mit dem Junior zu tun haben, haben, die in irgendeiner Weise da auf ihn und auf mich einwirken, um es ihnen recht zu machen. Aber nicht, ich sag mal, in irgendeiner Weise dem Kind besser oder rechter zu machen oder mir rechter zu machen. Nein, nein. Es geht ausschließlich darum, du hast nach unserer Pfeife zu tanzen und bis dahin werden wir dich fertig machen, werden wir dich finanziell ruinieren, werden wir den Kontakt zu deinem Kind eingrenzen, blockieren, verhindern und dich als Straftäter im Grunde genommen so darstellen. Und das kriegen die auch in jedem Fall durch. Auch wenn nichts vorliegt oder jemals vorlag diesbezüglich. Ja? Und das ist natürlich dann auch in der Öffentlichkeit und im Umfeld ein klares Bild, was da gezeichnet wird. Und nochmal, vielleicht auf unser erstes Interview zurückzukommen. Ich war derjenige, der naiv und blöd und unwissend noch zum Jugendamt gegangen ist und über, ich sag mal, Gesundheitsschäden und Vorfälle im Hause der Mutter aufmerksam gemacht hat und einfach um Hilfe für den Sohn gebeten hat. Das ist die Stelle, wo der Staat anfängt, die Familie zu kontrollieren. Du gehst zum Jugendamt, bittest um Hilfe und dann fängt diese Maschine an. Und die wittern ihre Macht und ihr Geschäft. Ja. Und Geschäft wird ja massivst gemacht. Das wird ja in zig Zehntausenden Euros Geschäft gemacht. Mhm. Die Psychologen machten 200 Seiten Gutachten über normale Menschen. Ja. Und vor allem Erziehungsfähigkeit ist ja kein Konzept, das in der Psychologie anerkannt ist. Es gibt dieses nicht und in der Pädagogik genauso wenig. Erziehungsfähigkeit kann gar nicht festgestellt werden. Ganz nebenbei habe ich ein Gegengutachten erstellen lassen, dass dieses GWG-Gutachten aus Düsseldorf da völlig zerreißt und auseinandernimmt. Allein schon die Fragestellung der Richterin zielte ausschließlich darauf ab, was kann unternommen werden, um den Vater hier als erziehungsunfähig oder als zweite Wahl darzustellen. Ja? Und das ist etwas, das ist schon von vornherein rechtswidrig und nicht nach dem Standard. Und alles, was dann da geschehen ist, hat sich über ein Jahr lang hingezogen, ist völlig aus vielen Zusammenhängen gerissen und kam dann am Ende zu dem Ergebnis, eigentlich zu keinem Ergebnis. Im Grunde genommen, wenn man es wirklich durchliest, ist der Linus, also mein Sohn, sehr zufrieden mit seinem Papa, vermisst ihn sehr, hat keinerlei Bedingungen gestellt, um ihn wiederzusehen. Und dennoch wird ein völlig verheerendes Urteil über ihn und über mich dann gefällt. Und dieses Gegengutachten kommt auf völlig andere Aussagen und auch Ergebnisse. Und das scheint mir auch sinnvoll. Das übrigens überhaupt nicht von irgendeiner Seite gewürdigt wurde. Weder von der Richterin, also in dieser Verhandlung, noch von den Professionen, die sich gern so nennen, noch in irgendeinem Text vom Gericht. Ja? Also das wurde gar nicht gewürdigt, denen ist das völlig wurscht. Sie richten sich lieber nach dem, was denen passt. Es zeigt sich auch in deinem Fall, das Ziel des Jugendamts und des Gerichts ist, die Trennungsfamilie zu zerschlagen. Die muss zerschnitten werden. Und im Grunde wird jeder falsche Vorwurf, alles, was dazu dient, den einen Elternteil zu diskreditieren, und das ist in Deutschland eben derzeit hauptsächlich der Vater, um den rauszubuxieren, machen die alles. Und deshalb wird ein Gegengutachten nicht gewürdigt. Deshalb reicht es, irgendwelche falschen Anschuldigungen zu machen. Es reicht, dass das Jugendamt hier etwas vorspielt oder eine Behauptung dann in Form von einem begleitenden Umgang zum Beispiel in den Fakt ummünzt. Da bist du, man nennt es ja die Dekomposition der Familie. Da gab es ja drei Bücher, ich würde sagen unsägliche Bücher. Ja, es fing an mit Jenseits des Kindeswohls. Da gab es 82 einen Juristen, der in Deutschland seine Doktorarbeit geschrieben hat auf Basis dieser Bücher.
zum Kindeswohl, das wurde Standard in Deutschland für die Richter. Und seitdem, also nicht nur seitdem, es ist ja, geht ja schon viel weiter zurück, ja, dass die Familie kontrolliert wird über Jugendämter und Gerichte. Die nun, Trennungsfamilie wird zerschlagen. Gegründet wurde dieses Ganze ja zu Nazi-Zeiten. Und aus dieser Zeit scheint sich auch die Allmacht da weiter in deren Köpfen fortzusetzen. Und ja, ja, das ist die Allmacht und das wird immer politisch genutzt. Ja, also die sondern politisch weiter so beibehalten und belassen, dass sie schalten und walten können, ohne dass man tatsächlich da was gegen tun kann. Richtig, ja. Und also es ist klar, du wirst vor Gericht keine Chance haben. Du wirst weiter rausgedrängt als Vater, du wirst weiter kriminalisiert, obwohl du nie irgendetwas gemacht hast. Was willst du tun? Was willst du machen, um deinen Sohn, den Vater, zu erhalten? Also ich habe jetzt, nachdem ich ihn so lange Zeit, ich habe ihn nicht gesehen habe, ich habe ihn durch Zufall an der Eisdiele getroffen, abends um 7 Uhr. Auch das hat man mir zum Vorwurf gemacht, ja, wie kann ich denn meinen Sohn dort sprechen? Er war da und ich habe ihm natürlich Hallo gesagt. Das sind Dinge völlig irrsinnig, ja. Wenn mein Sohn mich sieht, ja, dass ich da Verstecken spielen muss, sollte, nach deren Ansicht. Und ich war zufällig auf einem auswärtigen Fußballplatz ein Fußballspiel ansehen und sehe zufällig meinen Sohn da, der sich natürlich gefreut hat, der mich umarmt hat, der nach so langer Zeit gedrückt hat, das war gestern, und mir gesagt hat, dass er seinen Papa vermisst und dass er mich lieb hat. Ich ihm natürlich auch. Und bei der ganzen Geschichte ist zum einen, bin ich froh, dass er von diesen kranken Hirnen noch nicht so zermahlen und kaputt gemacht worden ist, dass er sich einfach entscheidet und sagt, ich gebe meinen Papa auf. Das hat er noch nicht und ich schon mal gar nicht. Aber mir ist auch klar geworden, dass ich dieses ganze kranke Spiel so eigentlich nicht mehr mitspielen kann. Weil auch ein Direktor des Amtsgerichts oder Familiengerichts dort sagt, naja, so ist es ja nicht gemeint, dass sie dort oder dort nicht hingehen dürfen. Nur wenn sie ihr Sohn sehen, das müssen sie vermeiden. Ich sehe das nicht. Warum muss ich das vermeiden, wenn ich meinem Sohn nichts getan habe, der seinen Papa liebt und ich ihn? Wo ist der Sinn? Mit welchem, ich sag mal, menschlichen Argument soll da um die Ecke gekommen werden? Und insofern werde ich das nicht vermeiden und ich werde nicht absichtlich meinem Sohn aus dem Weg gehen und ich werde nicht absichtlich ihm so klar machen, der Papa, der will dich gar nicht sehen oder der will nichts mit dir zu tun haben, das ist Blödsinn, das weiß der auch, aber ich werde auch nicht mehr dementsprechend handeln. Ja. Weil ich leider seit so vielen Monaten jetzt festgestellt habe, nichts, gar nichts verändert sich, nichts, auf nichts wird eingegangen. Ich habe so viele Anfragen und Anträge gestellt, dass ich überhaupt Auskunft erhalte. Zum Beispiel über die Gesundheit meines Kindes, der mir dann gestern sagte, er war wieder im Krankenhaus, hatte eine Knochenbiopsie, hatte also Vollnarkose, tagelangen Aufenthalt im Krankenhaus und ich habe keinerlei Informationen dazu. Er hatte eine Klassenfahrt. Er hat mir erzählt, er war nicht mal im Sommerurlaub. Ja? Hätte er normalen Umgang mit seinem Vater, wäre er wenigstens mit mir in den Ferien verreist gewesen. All das wird dem Kind genommen und Informationen werden null weitergegeben an den Vater. Obwohl das die Pflicht ist. Also in Deutschland im Jahr 2018, dein Kind war im Krankenhaus, Knochenmarksbiopsie und du erfährst nichts. Ich erfahre nichts. Ich habe nicht keine Info, dass er im Krankenhaus war, keine Info, dass er auf Klassenfahrt war, keine Info, was ist dabei rausgekommen, kommt dabei was raus, warum wurde das wieder mal gemacht? Übrigens die dritte Vollnarkose, die dritte Probenentnahme aus meiner Information. Vielleicht war zwischendurch noch mal das eine oder andere. Es gibt keinerlei Informationen, warum das gemacht wird. Es gibt nur für mich gesicherte Kenntnisse, auch belegbare Beweise, dass die Ergänzungspflegerin einfach einen Kindesmissbrauch begangen hat, indem sie die bestehende Psychologin, Psychiaterin, die ich eingesetzt habe für das Kind, A, zur Verarbeitung der Trennung, B, auch wegen der Schmerzen, die aus ihrer Sicht eindeutig psychosomatisch sind im Rücken, um das zu verbessern, um das aufzuklären, um ihn mit ihnen dazu damit zu arbeiten,
diese Ergänzungspflegerin, die vom Richterseits vom Jugendamt eingesetzt wurde und null Kontakt mit dem Vater hält, den absolut ablehnt und gegen ihn arbeitet, diese hat diese Ärztin, Fachärztin für Psychiatrie, hat für Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat diese Fachärztin abgelehnt, hat diese verweigert, mit der weiter zusammenzuarbeiten und hat auch sonst nichts weiter lange, lange Zeit unternommen, um in der psychosomatischen Richtung irgendetwas zu verbessern oder zu bearbeiten mit dem Kind. Das heißt, also wenn ich dich richtig verstehe, ist deine Meinung, dass die Frau, die vom Jugendamt eingesetzt wurde, ja, um das Sorgerecht über deinen Sohn auszuüben, dass sie... Über einige Teile des Sorgerechts, ja. Gesundheit, Schule, Aufenthaltsbedingungen... Dass sie, deine Meinung ist, sie ist verantwortlich dafür, dass euer Sohn aus nicht nachvollziehbaren Gründen eine Knochenmarksbiopsie hat über sich ergehen lassen müssen. Das ist vielleicht falsch ausgedrückt, sondern sie ist verantwortlich dafür, dass der Sohn die ihm zustehende Hilfe nicht weiter zuteil kam, ja? Nämlich die psychologische Hilfe. Die hat sie der Fachärztin verweigert. Sie hat keinerlei Gründe dafür genannt, hat sie eher als Fachärztin diskreditiert und hat gesagt, ich muss erstmal eine fachärztliche Meinung einholen von einem Kinderpsychiater, hat die aber vor sich gehabt, schriftlich, und hat nichts dergleichen weiter getan. Mhm. Und somit hat sie die Gesundheitsschäden Schmerzen und auch weiter zu verantworten und auch die Schäden, dass mein Sohn seit mittlerweile weit über 2,5 Jahre alle 4 Stunden Schmerzmittel einnimmt und bekommt von allen möglichen Menschen. Sei es der Mutter, sei es irgendwelche Bekannten oder sonst wer. Es ist völlig unkontrolliert und das wird in einer Tour fortgeführt. Und das hat diese Ergänzungspflegerin, eine alte Frau, die mir gesagt hat, sie hat 50 andere Bündel, sie kann sich nicht um alles kümmern. Und die wird weiterhin hofiert von diesem Jugendamt und von Gericht. Die hat damit den Schaden fortgeführt und den Vater nicht informiert und arbeitet nicht mit ihm zusammen. Und das ist aus meiner Sicht im Amt. Und da wird nicht bisher zumindest nicht gegen vorgegangen. Du hast gesagt, Machtmissbrauch im Amt. Bitte? Du hast gesagt, Machtmissbrauch im Amt. Nein, ich habe gesagt, Kindesmisshandlung im Amt. Ja. Weil Machtmissbrauch, aus meiner Sicht ist das eindeutig so. Meine Meinung ist das, dass die ihre Macht in jeglicher Hinsicht missbraucht, ebenso wie Damen und Herren beim Jugendamt und im Gericht. Aber das sind andere Fälle. In diesem Fall ist alles 1:1 belegbar, dass sie einfach falsch in der Gesundheitsfürsorge vorgegangen und gehandelt hat. Und das vorsätzlich und fortwährend bis heute und sich einen Scheiß um die Gesundheit meines Kindes kümmert. Und derjenige, der Papa, der sich da sehr, sehr gerne drum gekümmert hat und schon viel Hilfe da erreicht hat und Verbesserungen erreicht hat, der wird einfach abgeschnitten und ausgegrenzt. Das passt dem nicht. Wir haben ja auf freifarm.de, habe ich ja was darüber geschrieben, wer sich da rein vertiefen will. Das ist natürlich, also der Staat, staatliche Behörden grenzen den Vater aus, setzen eine andere Person ein, die etwas tut, die etwas unterlässt, was in der Konsequenz zu physischen Beeinträchtigungen führt und es geschieht nichts. Das heißt... auch nicht durch Strafanzeigen gegen diese Leute. Auch nicht durch, Strafanzeigen gegen das Jugendamt, was ja im Grunde genommen auch eine Menge Hilfeleistung unterlassen hat, was ihren Amtsleiter hier in mein Haus geschickt hat, der mir ein Schreiben auf den Tisch legte, was aus meiner Sicht eine eindeutige Erpressung darstellte, weil es mich massivst in meinen Grundrechten beeinträchtigt hätte, was ich unterschreiben sollte, einen Katalog. Ich sollte diese und jene Straße nicht mehr fahren. Ich soll das Ortsbild von diesem Ort hier meiden, wenn der Sohn nicht bei mir wäre. Das heißt also,
28 oder 24 Tage im Monat darf ich den Ort nicht betreten. Ja? Das alles sollte ich unterschreiben mit den Worten, ansonsten sehen Sie Ihr Kind die nächsten anderthalb, zwei Jahre nicht. Dann können Sie ja vor das Oberlandesgericht, so lange dauert das, bis da entschieden wird. Es war der Amtsleiter des Jugendamts Viersen. Das war der Amtsleiter des Jugendamts Viersen, der nennt sich Herr Torresen, das können wir ruhig sagen, das kann man ja überall nach, Lothar Torresen. Und der hat auch Oma und Opa des Kleinen schon aus dem Jugendamtshaus geworfen und des Hauses verwiesen, ohne jeglichen Grund. Also es sind... Also du sagst gerade zweifelst, du sagst gerade ganz direkt, deine Meinung ist, der Amtsleiter des Jugendamts Viersen hat dich erpresst, dich genötigt, etwas zu unterschreiben, was deine Grundrechte als Vater eingeschränkt hätte. Nee, meine Grund- und Menschenrechte, nämlich eine ganz normale öffentliche Straße zu benutzen, einen normalen Ort, in dem ich wohne, auch zu begehen. Da sollte ich, sag mal, in 10 Punkte Katalog unterschreiben und der wäre nicht verhandelbar. Dafür, über diese Aussagen gibt es auch eben eidesstattliche Erklärungen von anderen Personen, die da dabei waren. Deswegen kann ich das so sagen und auch den habe ich eben entsprechend angezeigt. Da passiert, also es laufen Strafanzeigen gegen Personen, habe ich ihre Verfehlungen aus meiner Sicht. Und dennoch passiert gar nichts. Und die Leute bleiben im Amt, die Leute werden nicht eingegrenzt, die Leute werden nicht überprüft. Die bekommen jegliche Rückendeckung von dem eigentlichen Vorgesetzten des Landrats, nämlich vom Kreis Viersen. Auch der schickt nur irgendeinen seiner Mitarbeiter, um ein kurzes Wischiwaschi-Ablehnungsschreiben zurückzusenden. Sie hätten sich angesehen, alles in Ordnung, alles prima in ihren Ämtern und kein Bedarf. Aufgrund verschiedenster Beschwerden von verschiedensten Stellen, von Vereinen, von verschiedensten Betroffenen, die mit diesem Fall zu tun haben, aber eben auch mit anderen. Bei mir haben sich ja auch schon viele Menschen gemeldet und betroffene Väter wie Mütter, wo gerade dieses Jugendamt Viersen eben immer wieder in den Vordergrund kommt. Auch Väter, die mit den gleichen Personen wieder zu tun hatten. Ich muss da nochmal nachhaken. Also ein Amtsleiter eines Jugendamts erdreistet sich, zu einem Vater zu gehen und ihn dazu zu erpressen mit den Worten, sonst sehen Sie Ihr Kind nie wieder. Dass Nein, sehen Sie Ihr Kind die nächsten anderthalb, zwei Jahre nicht wieder. Ja, weil ich könnte ja dann so lange verhandeln und zum Oberlandesgericht gehen und mal gucken, wie da entschieden wird. Und so lange. Okay. Und hier im Umgang. Der wollte, dass du etwas unterschreibst, dass du eine bestimmte Straße nicht entlang gehst. Ach, verschiedene Straßen im Ort und dass ich das Ortsbild von diesem kleinen Ort hier meide, wenn das Kind nicht bei mir ist. Und natürlich noch viele andere Einschränkungen. Ja, ich soll dies nicht tun und jenes und mich daran halten. Und das sind alles Dinge, größtenteils, die völlig wirr sind und völlig... der Menschenwürde entgegenstehen mir, dass ich mich ganz normal frei bewegen kann. Ja, natürlich, das ist blockierend. Es gibt ja auch kein Vorwurf gegen mich. Es gibt weder Gewaltvorwürfe noch Aggressionsvorwürfe, mit Ausnahme, dass ich eben mit den Professionen, wie sie sich gerne nennen, eben meine Schwierigkeiten habe oder die mit mir, nämlich weil sie keinen normalen Umgang mit mir pflegen und das Wohl meines Kindes nicht im Auge haben, sondern ihre Macht im Grunde genommen aus meiner Sicht einfach nur durchsetzen wollen. Also was hier geschieht ist... Demonstrieren wollen. Was hier geschieht ist, das Kindeswohl wird missbraucht, also dein Sohn wird missbraucht, um Grundrechte und Menschenrechte ohne Richterbeschluss, ohne Begründung, ohne Beweise einzuschränken. So ist es. Ist der Leiter des Jugendamts in Viersen Beamter? Das ist eine gute Frage. Ich gehe da mal von aus, ja, weil er ja ein öffentliches Amt da bekleidet. Aber ich kann nur sagen, alle möglichen rechtlichen Schritte dagegen und gegen ihn und gegen die anderen Verantwortlichen, die hier genauso aus meiner Sicht völlig straffällig Also mir schnürt es gerade den Hals zu.
Also wirklich, ich spüre gerade, wie es mir den Hals zuschnitt. Wenn ein Amtsleiter von dem Jugendamt sowas macht, das ist derart. Es hat nichts mit Rechtsstaat zu tun. Es hat nichts mit der Aufgabe des Jugendamts zu tun. Das ist derart anmaßend, derart. Ich kann es nicht. Macht übergriffig, macht missbräuchlich aus meiner Sicht. Ja. Und genau das passiert aber an allen Ecken und Enden hier. Es sind ja auch andere Menschen und GmbHs involviert, die mir alle möglichen Vorschriften gemacht haben. Ich dürfe dies nicht mit meinem Sohn besprechen und dies nicht fragen und dieses Thema nicht ansprechen. Das sind alles Dinge, die mir von privaten Betreuungsfirmen, die sehr, sehr gut verdienen an der ganzen Geschichte, ja, und das natürlich weiter fortführen, ohne meinen Wunsch und Willen, aber eben eingesetzt durch das Jugendamt und aus meiner Erfahrung eben nicht nur in meinem Fall, sondern auch in anderen Fällen wird immer wieder die gleiche Firma, Betreuungsfirma im Refrat genutzt, um Kinder in ihre Fänge zu bekommen, in die richtige Richtung zu treiben und Väter auszugrenzen mit begleiteten Umgängen, mit Vorschriften bei begleiteten Umgängen, mit Vorschriften, was und wie man mit seinem Sohn oder seinem Kind reden darf, obwohl es alles ganz normale Dinge waren. Mir warf man vor, dass ich über seine Gesundheit mit ihm gesprochen habe, was ich ja nicht dürfe, was ja schon völlig krank ist, dass ein Vater sich nicht nach der Gesundheit seines Kindes erkundigen soll. Ja, wenn ich ihn frage, wie geht's dir, verstoße ich dann gegen Auflagen. Ja? Und wenn ich frage, was macht der Sport, dann erzählt er mir über seinen Fußball, worüber ich auch nicht reden durfte. Und das sind völlig wahnwitzige Dinge. Das sind ja keine Behörden, das sind ja private Einrichtungen, Vereine. Nein, also das wurde von der Behörde, von dieser privaten Betreuungsfirma quasi mit durchgesetzt und vom Jugendamt im Grunde genommen als Vorgabe gegeben, was eigentlich worauf zu achten wäre, weil gegen den Vater liegt ja an sich nichts vor. Also wir müssen aber die Kommunikation zwischen Vater und Sohn überprüfen. Das ist ein Eingriff in eure Privatsphäre. Ja, nein. In Persönlichkeitsrechte eingegriffen. Ja, und das ist das geschieht seit dem ersten Tag. Ohne Gerichtsbeschluss. Mit denen zu tun habe, bitte? Ohne Gerichtsbeschluss. Es gibt keinen Gerichtsbeschluss dazu, dass du mit deinem Sohn nicht über seine Gesundheit reden darfst. Richtig, es gibt gar keine Beschlüsse. Also es gab von Anfang an keinen Beschluss für begleitete Umgänge, keinen Beschluss für irgendeine Eingrenzung. Und das wurde einfach immer weiter vom Jugendamt ausgeschmückt und immer weiter wurde ich eingegrenzt und drangsaliert, erpresst aus meiner Sicht und mundtot gemacht, ja, weil auch viele Aussagen, die ich getroffen habe, da sind sie mit riesengroßen Kanonen aufgefahren und haben einstweilige Anordnungen angestrebt und so weiter, um eben die Öffentlichkeit möglichst rauszuhalten. Mhm. Weil aus meiner Sicht, ich glaube, die sehr gut wissen, dass sie eine Menge Scheiße haben, ja, und eine Menge Dreck anstecken. Weil ich kann nicht verstehen, warum immer wieder die gleiche Betreuungsfirma beauftragt wird vom gleichen Jugendamt. In verschiedenen Fällen, weil sich mehrere Väter bei mir gemeldet haben. Ich kann nicht verstehen, wie da überhaupt agiert wird und welche Maßnahmen getroffen werden, ohne dass es tatsächliche, rechtsgültige Beschlüsse gibt und dass es eben auch Vorfälle gab überhaupt. Ja? Sondern einfach nur so, weil wir das eben sagen, hast du jetzt so zu springen, ansonsten werden wir dir zeigen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Das hört sich ja sehr nach Vetternwirtschaft an, als würden hier Gelder, die staatlich bezahlt werden, vielleicht wieder zurückgeführt werden zu den Personen, die Entscheidungen darüber treffen. Aus welchen Gründen auch immer. Die Firma, die hat sich erheblich erweitert in Refrath, innerhalb einiger Monate wesentlich größer geworden. Betreibt, glaube ich, mittlerweile 2 oder 3 größere Büros und Mitarbeiter ist eigentlich
eigentlich für, ich sag mal, Problemkinder spezialisiert, soweit ich das bemerkt habe, bei ihren Aktionen, die sie im Wald durchführen, wo ich auch da war, schon mit dem Sohn damals. Problemkinder, die tatsächlich, ich sag mal, auffällig sind in der Schule, auffällig gegenüber anderen Kindern, auffällig gegenüber ihren Eltern. Aber da werden dann eben so nette, gute Schüler, sportliche kleine Kinder wie mein Kind, werden dann da eben mit rein verwurstet und eben mit verhackstückt in der ganzen Geschichte, obwohl es überhaupt keine Verantwortung gibt für eine Beziehung. Also ich habe dich ja vorhin schon gefragt, was willst du machen? Was willst du machen, wenn ein Gericht Fakten schafft, ohne dass es sich auf Fakten beruft? Wenn, wie du sagst, und ich kenne ja auch die Dokumente, rechtlich gar keine Grundlage dafür da ist, für alles, was da irgendwie entschieden wurde oder dann tatsächlich durchgeführt wurde durch das Jugendamt, ja, wahrscheinlich durch das Gericht geduldet, ja, weil es da eben dann nichts macht, weil du ja dann entsprechende Anträge stellst, die nicht beachtet werden. Und dann hast du das Jugendamt, das da komplett gegen dich arbeitet. Du wirst genötigt, erpresst. Das heißt ja eigentlich, alle Behörden, alle, in Anführungsstrichen, Professionen, die da mitarbeiten, sind doch hier korrupt, korrumpiert. Jetzt ist die Verbindung gerade schlecht. Können Sie es nochmal sagen? Ein schönes, eingespieltes, krankes System haben die sich da geschaffen. Ein Perpetuum mobile, ja? Weil das Kind wird immer weiter verwurstet in deren Mühlen. Ja. Der Konflikt wird immer weiter durch irgendwelche Dinge aufrecht gehalten und geschürt. Und sogar der Verfahrensbeistand, völlig wahnsinnig, ja? Des Kindes, unternimmt nichts nach dem Kindeswillen und nach dem Wunsch des Kindes, sondern handelt ganz massiv dagegen und beantragt sogar selbst verschiedene Verfahren und bringt verschiedene Verfahren von dem Gericht ins Laufen und eröffnet die neu. Und für jedes Verfahren kassiert er wieder eine neue Gebühr von 550 Euro, weil er wiederum als Verfahrensbeistand des Kindes immer wieder eingesetzt wird. Aber das heißt, er wird nicht vom Kind beauftragt für diese Anträge. Sondern das Gericht bekommt einen Antrag von diesem Verfahrensbeistand, der völlig wahnwitzig und krank ist. Ich sage nur mal ein Beispiel. Gegen Facebook GmbH Deutschland hat er quasi ein Verfahren angestrebt, dass die in irgendeiner Weise gegen Veröffentlichungen oder meine Postings oder sowas vorgehen. Er will deine Meinungsfreiheit einschränken. Also wir haben einen Leiter eines Jugendamts, der dich nötigt und deine Bewegungsfreiheit einschränken will, die ja übrigens in der EU auch in Ländern außerhalb Deutschlands möglich ist. Und jetzt will der Verfahrensbeistand noch deine Meinungsfreiheit einschränken. Ja. Im Namen deines Kindes, ja. Also weil er vertritt ja das Interesse. Im Namen des Kindes natürlich, ja. Und das ganz massiv und quasi lässt ein Verfahren eröffnen bei einem popligen Familien- und Amtsgericht hier in so einem Kreisstädtchen, ja, gegen die Facebook GmbH Deutschland. Und er wird natürlich wieder als Verfahrensbeistand ganz automatisch von der Richterin dann beauftragt. Somit hat er eine neue Verfahrensgebühr, die er da in Rechnung stellen kann. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 8, 9 Verfahren, wo er jeweils beauftragt ist als Beistand. Das Ganze ist natürlich von vornherein, wenn man sich mit der Rechtslage auskennt, zum Scheitern verurteilt. Auch das haben die, ich glaube, 80 Anwälte mitgeteilt von der Facebook Deutschland GmbH aus Hamburg. haben ihn dann, in einem 50-seitigen Schreiben klargemacht, ihr seid wohl irre und ihr wendet euch erstmal bei uns an die völlig falsche Firma. Und außerdem ist das alles in der und der und der Rechtslage schon lange entschieden. Aber er hat ja seine Gebühr quasi verdient und somit kann er sich jetzt wieder darauf entsinnen, das nächste Verfahren zu eröffnen mit irgendeiner scheinheiligen Begründung. Ja? Ich,
Ich habe gerade gelächelt, aber es ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, die fundamental ist für unsere Demokratie. Und er wird dafür bezahlt von staatlichen Geldern. Das ist ein Skandal. Er wird eigentlich dafür bezahlt. Der Skandal, der ist noch ein ganz anderer. Also einmal, dass er sich selbst seine Aufträge verschafft, ist schon mal völlig krank. Aber er wird eigentlich dafür bezahlt, dass er das Kind vertritt und den Kindeswillen quasi vertritt und die Kinderrechte im Grunde genommen durchsetzt. Und alles, was er seit Beginn seines Einsetzens hier in diesem Verfahren macht, ist genau das Gegenteil vom Kindeswillen. Genau mit allen Mitteln den Vater kaputt machen, über den herziehen und verschiedenste Dinge gegen den Vater und gegen das Kind zu beantragen, wie zum Beispiel in dem letzten Protokoll. Er wäre also eindeutig dafür, mindestens ein Jahr ein komplettes Umgangs- und Ernährungsverbot zu erlassen. Lass mich raten, mit welcher Begründung? Wegen des Kindeswohls. Aber natürlich, das ist alles wegen des Kindeswohls. Und sagt auch ganz deutlich, hier geht Kindeswohl vor Kindeswille. Weil der Kindeswille ist ja ein anderer, das wissen ja alle. Das Problem ist, das Problem ist ja, im FAMFG, Paragraph 158, steht ja, dass der Verfahrensbeistand die Interessen des Kindes zu vertreten hat und nicht das Wohl. Das heißt, wenn wir es uns mal überlegen, der Verfahrensbeistand ist ja Anwalt des Kindes. Wenn ich jetzt meinen Anwalt beauftrage und sage, ich würde gerne Sie nehmen, damit Sie die Scheidung für mich durchführen, und am Scheidungstermin werde ich gefragt, ob ich denn mich wirklich scheiden lassen will, und dann springt mein Anwalt rein und sagt, nein, der Herr Grokanz will sich nicht scheiden lassen, weil es ist gegen sein Wohl. Dann nein. Mein Anwalt das nicht meine Interessen, sondern mein Wohl. Du hast deinem Anwalt bei dem Scheidungstermin noch vorher gesagt, du hör mal, das Haus möchte ich gerne behalten und das Auto auch und die Kinder vielleicht wechselseitig 50-50. Und er springt dann auf im Gerichtssaal und sagt, wir haben uns entschieden, besser wäre, das Haus geht zur Frau, das Auto geht zur Frau und die Kinder leben bei der Frau und alle 3 Monate sollte das Kind vielleicht mal den Vater sehen. Genau, und das ist zum Wohl des Vaters. Ja, das macht dieser Verfahrensbeistand quasi in diesem Verfahren für mein Kind. Ja. Also der schädigt ihn. Das ist unzulässig. Es ist nicht sein Auftrag. Sein Auftrag ist, das Interesse des Kindes zu schützen. Und dieses Interesse kann nur über den Willen des Kindes formuliert werden. Und dein Sohn will bei dir sein. Er will seinen Papa genauso wie seine Mama. Das ist es. Das heißt, dein Sohn könnte diesen Verfahrensbeistand verklagen, spätestens wenn er 14 ist. Das wird er, oder das hoffe ich, dass er da noch nicht so weit psychisch krank und kaputt gemacht worden ist von diesen ganzen Wahnsinnigen, dass er das tun wird. Und da werde ich ihn auch gerne unterstützen. Aber viel schlimmer ist eigentlich, dass wir in einem Staat leben, wo so etwas nicht von vornherein ausgeschlossen ist, beziehungsweise die Richterin oder das Oberlandesgericht oder der Direktor des Amtsgerichts sagt, Momentchen mal, so ein Verfahrensbeistand ist des Namens ja nicht würdig. Der hat seine Tätigkeit schon von sich aus verwirrt und muss unbedingt aus dieser Sache hier ausgeschlossen werden. Auch das habe ich natürlich beantragt, genauso wie gegen diese Ergänzungspflegerin, die meinem Sohn gesundheitlich erheblich schadet. Und nichts passiert. Keiner diese Professionen und diese Menschen, die gerade in diesem Fall zu tun haben, kennen sich seit Jahren, arbeiten fleißig Hand in Hand zusammen und jeder schützt und stützt den anderen und lügt und betrügt aus meiner Sicht, wo es nur geht, um ihre Schäfchen da weiter ins Trockene zu bekommen. Ja. Also nach dem, was du erzählt hast, ist der Verfahrensbeistand nicht der Anwalt deines Sohnes. Überhaupt nicht. Der ist der Anwalt des Jugendamtes, der ist maximal und der ist auch der Anwalt der Mutter, wie es scheint, ja. Und ja, oder wir können auch sagen, der Anwalt von sich selbst, ja, wenn er da Verfahren anstrengt, die aus sich selber, genau, damit noch Geld macht, dann verschafft er sich selber wieder einen Auftrag im Namen deines Sohnes und das ist nicht nur ruchbar. Das ist so, wie wenn dein Anwalt ein super Verkehrsanwalt ist und dir ständig ins Auto fährt und sagt, so, dann lass uns doch mal den Gegner, nein,
die Stadt verklagen, weil sie nicht gestreut haben oder weil mir ein anderer quasi hinten drauf gefahren ist und ich dir deswegen ins Auto fahre. Okay, ich frage dich nochmal, weil du hast bisher nicht darauf geantwortet. Ja. Jetzt hast du diese Willkür, ja, die ich sehr gut selber kenne und die ich von anderen Fällen kenne. Was machst du? Weil der Staat fährt dir in die Seite rein, ja, wie auch der Verfahrensbeistand. Da wirst du keine Unterstützung kriegen. Die werden dich noch weiter rausbuxieren mit Pseudo-Argumenten, mit pseudorechtlichem Geschwafel. Das Jugendamt wird weiter irrational gegen dich vorgehen. Der Verfahrensbeistand wird weiter nicht der Anwalt des Kindes sein. Was machst du als Vater, um deinen Sohn zu schützen, um eure Beziehung zu schützen, um eure Liebe zueinander so leben zu können, wie es eigentlich das Grundgesetz und auch BGB und auch FAMFG, das Familiengesetzbuch, vorsieht? Ich sage dir das, Sandro. Ich gehe jeden Weg, um das öffentlich zu machen, was hier für eine kranke Kacke läuft. Ich gehe jeden Weg, auch den rechtlichen weiterhin, um da festzustellen, dass diese Menschen Verbrecher aus meiner Sicht sind, um das amtlich zu bekommen, um solche Menschen aus ihren Ämtern und aus ihren warmen Sesseln zu bekommen, damit die auch bestraft werden für das, was sie tun. Aber bis dahin ist dein Sohn wahrscheinlich schon bis dahin ist er 20 oder 30 oder 50. Ich weiß, dass diese Sachen hier sehr lange dauern. Ich gehe aber auch den politischen Weg natürlich, zu erzeugen, dass die Masse, die hier ja ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht hat wie ich, an Vätern, an manchen Müttern, aber die Masse der Eltern, dass die endlich aufstehen und Vollgas geben und sagen, wir lassen uns das nicht weiter gefallen. Okay, das ist gut. Das ist ja jetzt mittelfristig. Das könnte auch die Zukunft deines Sohnes verändern, dass wenn er ein Kind hat, ja, oder Kinder hat, dass ihm nicht dasselbe passiert. Das ist gut. Zu tun mit der einer Internetseite jugendamt-straftaten.de, wo so etwas eben immer wieder aufgegriffen und veröffentlicht wird und auch viele andere Fälle, auch meiner dort dargestellt ist. Auch darüber melden sich eben sehr viele andere Betroffene, wo sehr viele Ansätze da sind, so wie auch dieses Interview, Ansätze da sind, um Öffentlichkeit zu schaffen, um Medien dafür mehr noch zu engagieren und zu sensibilisieren, dass hier einfach krankes Unrecht passiert. Ja, das ist, finde ich, toll und ist 1A, mache ich ja auch. Nur dein Sohn lebt jetzt, du kriegst diese Zeit nicht mehr zurück und du lebst jetzt. Und was machst du jetzt? Also wirst du dieses Näherungsverbot missachten, weil es ja sowieso rechtlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, keine Wirkung hat, ja. Was wirst du machen? Willst du uns das verraten oder willst du es für dich behalten? Hast du Ideen? Ja, nein, ich lebe, das will ich dir nicht verraten, ja, offiziell, aber ich will mal so sagen, ich lebe mein Leben wieder ganz normal, besuche die Stellen, die ich für wichtig halte, zu besuchen. Und wenn mir mein Sohn begegnet, dann werde ich den lieben und in den Arm nehmen und ihm das auch sagen, so wie es immer schon war. Und werde einfach weiter parallel darum kämpfen, dass dieser ganze Zustand sich ändert. Und dass anderen Menschen auch geholfen wird. Dabei können wir uns vielleicht alle gegenseitig helfen und das öffentlich machen. Und vor allem mal auch große Aktionen anfangen vom Reichstag, auch mal eine anständige Demo mit mehreren 10.000 Besuchern und Mitstreitern, die dann nicht einfach nur ein Schild hochhalten und gleiches Recht für alle, sondern eben auch laut sind und sagen, ihr Drecksäcke, müsst euch endlich um unsere Kinder kümmern und um die Elternrechte und Kinderrechte und dieses ganze Jugendamtgesindel aus ihren Ämtern schubsen, weil sie nicht kontrolliert werden. Bestimmt gibt es Fälle, wo das Jugendamt auch mal wichtig ist. Aber da, glaube ich, muss die Institution eine ganz andere sein und muss kein völlig unkontrolliertes, machtübergriffiges Jugendamt sein, sondern da muss eine Kommission sein, müssen Institutionen sein, die tatsächlich helfen
aber den Eltern helfen mit den Kindern zusammen und nicht, wir nehmen euch eure Kinder oder schließen hier manche Elternteile aus und dann entscheiden nur noch wir, was mit euren Kindern passiert. Das ist ein Irrsinn, was hier passiert. Es ist undemokratisch und es widerspricht auch den Gesetzen. Es widerspricht den Gesetzen erheblich und das ist der eigentliche Knackpunkt, dass sich Rechtsstaatlichkeit hier nur so wiederherstellen lässt, indem tatsächlich auch das Recht mal ordentlich durchgesetzt wird und nicht irgendwelche Winkelzüge und Hintertürchen genommen wird mit Geschwafel, mit irgendwelchen Kindeswohlbegriffen, die aber nirgends tatsächlich Fakten bedeuten. Also nach unserem Gespräch, jetzt würdest du zustimmen, dass zumindest das Familiengericht in Viersen, darum geht es ja hier. Familiengericht Kempen übrigens. Kempen. In Kempen, das ist Kreis Viersen, aber... Okay, das Familiengericht in Kempen, ja. Würdest du mir zustimmen, dass das Familiengericht in Kempen in deinem Fall sich außerhalb des Rechtsstaates bewegt? Absolut. Das ist meine Meinung und das ist meine feste Überzeugung, weil ich ja nicht umsonst Rechtsbeugung und Amtsmissbrauch und Amtsenthebungsverfahren und Befangenheitsverfahren in derart massiver Weise angestrebt habe und das auch verteilt habe an den Positionen, die da endlich ihren Hintern bewegen müssten und sagen, wir gucken uns die Scheiße mal genauer an, weil hier werden Kinder kaputt gemacht durch das Helfersystem, ja, und durch die Professionen und Väter werden einfach stigmatisiert und kriminalisiert, ohne dass es dafür irgendein Fakt in der ganzen Akte gibt. Und die ist mittlerweile schon sehr dick und es gibt viele, viele Verfahren. Gut, wenn ich dich jetzt wieder richtig verstehe, dann sagst, ist deine Meinung, dass die Kindeswohlgefährdung hier vom Jugendamt und Gericht ausgeht? 100%. Und die, das heißt, wir haben einen Staat, staatliche Instanzen, Behörden, die unter dem Vorwand, sie würden ein Kind schützen, tatsächlich dieses Kind schädigen. Korrekt. Und in diesem Fall hier auch das absolut vorsätzlich. Das kann ich mit Sicherheit aus meiner Empfindung und aus meiner Meinung kann ich sagen, das ist Vorsatz. Wer weiß, dass es eine Fachärztin gibt und die nicht berücksichtigt und die ausschließt aus dieser Geschichte und auch auf keinerlei Alternative da zur Hand hat, der handelt vorsätzlich. Wer weiß, dass nichts vorliegt gegen den Vater, dass sie keine Fakten in der Hand haben und trotzdem sich etwas zusammenkonstruieren, um den hier zu schädigen und aus der Sache rauszudrängen und zu entfremden von seinem Sohn, der handelt vorsätzlich. Und wer sich an meinen Tisch hier zu Hause setzt, als letzten Satz, wer sich zu Hause bei mir an den Tisch setzt und mir ein Schreiben über den Tisch schiebt und sagt, das ist nicht verhandelbar, das unterschreiben, ansonsten sehen Sie Ihr Kind die nächsten anderthalb, zwei Jahre nicht, der handelt aus meiner Sicht sehr, sehr rechtsverletzend, das heißt straffällig. Und solche Leute müssen endlich lernen, und dass sie damit nicht durchkommen und dass es irgendwann mal Konsequenzen gibt. Das ist meine Meinung. Was ist deine Einschätzung? Ist also noch kurze Frage zu diesem Punkt, bevor wir zu dem Allgemeinen kommen. Du hast das Jugendamt und auch das Gericht in Kempen von diesem Vorsatz in Kenntnis gesetzt. Selbstverständlich. Die wissen davon. Und die Kriminalpolizei natürlich, die Staatsanwaltschaft. Und es wurde nichts unternommen? Null. Okay. Aber auch jetzt noch die Sachen, Straftaten in Kenntnis gesetzt, auch die im Hause der Mutter und des Lebensgefährten weiter passieren. Und da geht es um noch viel extremere Sachen. Auch da keinerlei Tätigkeiten des Jugendamts oder der Profession. Okay. Dann meine abschließende Frage. Ja. Denkst du, Jugendamt, Familiengericht, das ist so ein Subsystem in Deutschland, in einem Land, das eigentlich ganz gut funktioniert, rechtsstaatlich, aber hier im Bereich Familie haben wir pure Willkür und Unrecht? Das sehe ich so. Obwohl, ich muss sagen, auch der gesamte Rechtsstaat scheint mir sehr in Mitleidenschaft gezogen, weil ich festgestellt habe,
dass diese Dinge aus dem familiengerichtlichen Verfahren durchaus und sehr wohl auch, ich sag mal, untereinander verschoben werden in andere Verfahren und dort durchaus mit eine Rolle spielen bei der Überlegung, die Richter und Staatsanwälte anstellen. Dass also Dinge, die völlig miteinander nichts zu tun haben und wesensfremd sind, miteinander verwurstet werden und für Entscheidungen nachher sorgen, die dann wieder mit Rechtsstaat nichts zu tun haben. Also nichts mit Beweis und mit irgendwelchen tatsächlichen Fakten, sondern dass irgendwelche Überzeugungen da erzeugt werden und Meinungen eine Rolle spielen, die aber bei der Wahrheitsfindung und bei Gericht keine Rolle spielen sollten. Du lebst ja in der Burg und hinter dir sehe ich dann ein Ritterkostüm. Das ist eine Ritterrüstung. Ritterrüstung, ja, eine echte Ritterrüstung. Ja, vielleicht leben wir ja im Mittelalter, was das Familiengericht angeht. Und wenn wir das würden, dann hätte ich da hinten schon die Lanze genommen. Oder wie nennt sich das? Egal. Sieht gefährlich aus. Ich hätte einer dieser Werkzeuge von Rittern genommen und wäre da einmal durch die Amtsstuben geritten und hätte gesagt, so, ich verschaffe mir jetzt mein Recht und ihr habt einfach Unrecht, ja, und ihr habt die falschen. Jetzt bist du wieder der aggressive Vater und der Michael Kohlhaas und jetzt, also. Wir haben ja gerade über Mittelalter gesprochen. Wären wir da, ja, dann gäbe es wir lassen diesen Teil drin, weil das wird genau der Teil sein, der dann in den nächsten Verhandlungen zur Sprache kommt und dann wissen wir, dass dieses Video angeschaut wurde von der Richterin und vom Jugendamt. Genau. Ja. Wir grüßen mal an dieser Stelle den Amtsleiter vom Jugendamt Fürsten und die Sachbearbeiterin, ja, die Jugendamtstante, wie du sie nennst. Guten Tag. Wir grüßen auch die Richterin, die wahrscheinlich sich genau diesen Ausschnitt anschaut. Ja, die Richterin guckt sich bestimmt was an, aber die folgt einfach nur aus meiner Sicht völlig blind jedem Antrag des Jugendamts. Und egal, wie auch immer der begründet wurde und mit wie viel völlig fadenscheinigen und auch offensichtlich völlig nichtigen Geschreibsel, das reicht ihr völlig aus, um ihre Beschlüsse zu fassen. Rechtsstaatlichkeit ist ja völlig aufgegeben. Ja? Das heißt, sie macht ihre Arbeit nicht. Sie muss ja Tatbestände aufarbeiten, den Wahrheitsgehalt prüfen und so weiter. Oder sich wenigstens mal beide Seiten anhören oder die Sachen würdigen und sagen, wer kann denn hier was dazu beitragen, um klarzustellen, was ist denn nun vorgefallen, was ist nicht vorgefallen oder ähnliches. Und vorgefallen ist laut Jugendamt ja eigentlich nichts, aber so Meinung und Stimmung und Ansicht und mögliche Prognosen für die Zukunft, das ist so ihr Argument, womit sie arbeiten, kindeswohlmäßig. Und Fakten null. Reicht aber, um wirklich, ich sag mal, in diesem Falle ja lebensentscheidende Beschlüsse zu fassen. Ja? Und lebensentscheidend für meinen Sohn. So, mein Papa, den gibt's nicht mehr. Der darf mich nicht mehr sehen. Der darf sich auf 2 Kilometer nicht nähern. Und ich muss auf Gedeih und Verderb diesen Wahnsinnigen ausgeliefert sein, die mit mir tun und lassen können, was sie wollen. Gesundheitlich, schulisch, vom Aufenthalt her und die scheinen zu 100% das zu stützen, was Mutter und Lebensgefährte da bisher verursacht haben. Und das ist eigentlich die größte Gefahr, dass ihm das so suggeriert wird mit dieser ganzen Irrsinnigkeit, was hier passiert. Gut, ich würde sagen, indem wir Öffentlichkeit schaffen, in deinem Fall und in auch anderen Fällen, du machst es ja auch über deine Website jugendamtsstraftaten.de, sind wir ja schon ein bisschen wie Ritter der Wahrheit, die versuchen hier die Gerichte wieder zurück auf den Weg in die Rechtsstaatlichkeit zu bringen, weil es ist kein Witz und es ist in ganz Deutschland, es ist flächendeckend so. Ich stimme dir da vollkommen zu, nicht nur in deinem Fall. Die Familiengerichte bewegen sich außerhalb der Rechtsstaatlichkeit. Das ist für mich keine Frage mehr nach allem, was ich von anderen Fällen weiß. Ja, auch ich habe genau das gleiche erleben und erfahren in so vielen Fällen.
wo noch viel dramatischere Entwicklungen sind. Erst gestern ein Vater sich gemeldet und sein Sohn wäre wieder aus dem Heim geflüchtet. Übrigens auch unter dem Jugendamt Viersen. Sein 9-jähriger Sohn wäre wieder aus dem Heim geflüchtet. Ja, du kannst ihn ja fragen, ob er ein Videointerview mit ihm machen will. Das mache ich gerne. Ich möchte leider an dieser Stelle unser Interview beenden. Du siehst, bei mir kommt schon die Erleuchtung. Also ich bin jetzt schon bald komplett erleuchtet. Und ja. Erleuchtete Menschen kennen ja die Wahrheit, nicht wahr? Und ich freue mich, dass wir wieder gesprochen haben. Es tut mir leid, dass sich nichts tut, dass die Misere nur offensichtlicher wird, aber sich nicht bessert. Ich hoffe für deinen Sohn, dass er seinen Vater möglichst oft und frei sehen kann, dass ihr euch spüren und lieben könnt. Und wie immer du es anstellst, mach es einfach, weil lass dich nicht von der Willkür der Gerichte einschränken, darin ein Vater zu sein. Das sehe ich so. Und ich gehe da, glaube ich, andere Wege jetzt, weil alles andere bisher einfach nur zu mehr Gegenwehr erzeugt hat. Ja, okay. Da hast du recht. Schönen Abend noch. Ich danke dir. Ciao. Bis dahin. Tschüss.